Was geht, meine Damen und Herren? Willkommen zu einem Wetterpart von Stardew Valley. Und wir haben, wieso haben wir noch so wenig Energie? Bin mir gar nicht sicher, Jungs. Und ich sollte das hier mal aufmachen, oder? Wieso haben wir das zugemacht? Ich weiß es selber gar nicht mehr. So, stimmt, wir haben hier auf jeden Fall eine neue Sache, die wir ans Museum donaten können. Und so, das hier. Warum legen die kein Rabbits Food? Das kann doch nicht sein, Jungs. So, habe ich das wirklich hier? Das wirklich vergessen, das ganze Zeug hier? Joghurt. Aha. So, das ist echt ein bisschen eng hier. Ich habe ihn noch nicht gemolken. Wen habe ich jetzt gemolken alles? Wir haben 4 Milch. Gurkemehl habe ich gemolken. Joghurt habe ich gemolken. So, Drecksau, Baby immer noch, okay. Ich habe mich gemolken, oder? Ja, scheinbar schon. So, hier kann man aber wenigstens... Dich kann man scheren. Und haben Wolle. So, das ist doch chillig, Jungs. So, dann tun wir das alles hier noch rein. Milch. Zack. Zwei Stück und dann noch machen wir jetzt hier Duck Egg. Noch eine Wolle rein. Oh, ist doch ganz gechillt, Jungs. So, dann zack. So, Eggplant ist doch ganz gechillt. So ein Hot Pepper. Aber ich wusste gar nicht, dass Hot Pepper eine Frucht ist. Seit wann ist das eine Frucht? So, Aprikosen mitnehmen, zack, Apricot. Mit Aprikosen verdient man schon ziemlich viel Geld, oder? Also drei Stück sind, glaube ich. Ich glaube, je 55 wert. Und ich weiß es nicht, oder? Ist das hier 55 wert? Ich bin mir nicht sicher gerade. Ich glaube schon, oder? Bin mir gerade echt nicht sicher. So, zack, 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 zack. Ja, ich weiß, glaube ich, warum wir das vergessen haben, weil wir erst spät nach Hause kamen. Wegen dem Legendary Fish, wenn ihr euch daran erinnert. So, Leak. Und wir waren auch gar nicht am Strand. Wegen dem Legendary Fish alles. Ich werde auf jeden Fall heute das Schwein kaufen. Oder wir... sparen auf das Haus-Upgrade und können das halt auch gleich holen. Aber ich glaube erstmal auf das Schwein. Damit wir das schon mal haben. Dann habe ich alle Tiere und danach ist es eh egal erstmal. Ihr seht schon wieder viele Produkte. Stimmt, wir können unsere Hoe abholen. Wieso hole ich mal nicht die Hoe ab? Genau, lass sie mal abholen. Die ist ja auf Eisen gemacht. Und wir müssen ja noch die Gießkanne dann verbessern. Ja, das machen wir alles noch, Jungs. Also, es wird alles gemacht. Dann gehen wir ja eh noch zum Gunter. So. Dankeschön. So, dann geht's noch zu Gunter, Jungs.
Donate Museum. Du, 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 du. So. Ja, jetzt können wir nicht ganz gechillt da hier runtergehen. Ich würde die Hoes hier rein tun. Jetzt haben wir alles auf mindestens Silber. Ja. Mindestens auf Stahl. Das heißt, wir brauchen keine Eisenbahn mehr. Nur noch Gold. Jetzt brauchen wir ziemlich viel Gold. Da brauchen wir wieder ziemlich viel. Was heißt jetzt ziemlich viel Gold? Wir brauchen 10 Goldbahnen, weil wir haben nur noch 2 Sachen zum auf Gold bringen. Und dann müssen wir 3 Sachen auf Iridium bringen. Glaube ich am schwierigsten. Ja, als ob der da jetzt genau dahin steht. Ja, der steht da genau drauf. Was ein Pisser, der Typ. Unter dir könnte ein Schatz liegen. Jetzt wohl warten, bis er sich verpisst. Er geht doch. So Glasschatz war da drin. Bin mir gar nicht sicher, was das ist. Das viel wert? 20, okay. Ja, 20 sind 20, Jungs. Das ist wie Leben wert, also wie Clay. Stimmt, wir wollten uns ein Schwein holen, ja, dann gehen wir uns ein Schwein holen, Jungs. Runter geht's, runter geht's, runter geht's. Eine grüne Alge, ist doch schön. Was man alles im Müll findet. Ich hoffe, die ist auch da, ja, sehr schön. So, Purchase Animals, noch ein letztes Schwein. Boah, wie soll ich dich nennen? Ein Schwein. Warte mal, wir gucken mal im Zufall. Lambi, Risa, Trelly, Shello, Becca, Mi, Womu, Kungus, Lolo, Babu, Banumo, Pumo. Kommt mir der Sinn, Timon und Pumba irgendwie in den Sinn. Dann nennt jetzt Pumba. Von mir aus, Pumba. Timon und Pumba. Heute ist Samstag. Okay, also das heißt, in diesem Laden können wir jetzt nicht gehen. Das ist auch nicht offen. Gut, aber ich hab das Vieh gefüttert. Auf jeden Fall schon mal. Das weiß ich, weil das automatische Feed-System da offen ist. So, das ist natürlich klar gewesen, dass das hier wächst. Warum auch immer. Ja, als ob. Okay, wir müssen das hier alles, diese Samen da raus. Also sonst wächst hier was und das wollen wir natürlich nicht, oder? Ne, das wollen wir wirklich nicht. Und jetzt tun wir alles hier rein. Mehr gibt's auch nicht zu tun, glaube ich, heute, oder? Ne, Mix sieht's nicht. Mix sieht's, tun wir ja anpflanzen. Auf jeden Fall. Jetzt warten wir eigentlich nur noch, bis wir endlich. Warte mal, was gibt's denn hier eigentlich für Feste? Egg Festival Flower Dance. Okay. Ich glaube, im Sommer war das Luau oder so. Bis dahin kriegen wir auch nicht hin, das mit dem Rare Seed. Ja, dass wir das in die Suppe reintun. Ja, dann kann ich es euch wahrscheinlich nicht zeigen. Wir wissen es noch nicht. Also, ich weiß nicht, ob wir bis zum nächsten Sommer noch überhaupt kommen.
werde euch auf jeden Fall viel zeigen, aber ich kann euch nicht alles zeigen. Wahrscheinlich das auf jeden Fall nicht. Denke ich mal. So, ja, den Hasen möchte ich streicheln. Mann, es kann doch nicht sein. Rabbit's Foot, bitte. Ich glaube, wir müssen auch mal ein bisschen Futter wieder kaufen. Das habe ich schon wieder vergessen, da links. Pumba, du bist neu, okay. Du bist immer noch ein Baby, was ist denn los mit euch? Siegfried hat auch keine Milch. Nein. Du warst noch gar nicht da, ne? Toll, Alter. Wir haben nur von einer Ziege Milch bekommen. Aber dafür gibt's jetzt zwei Schafe zu scheren. Nee, wobei, ich habe euch ja wahrscheinlich nicht gefüttert. Nein, ihr geht nicht raus. Wollte schon sagen, Alter. Ja, ihr wurdet wahrscheinlich nicht gefüttert, das war klar. So, hier ist es ja ganz voll. Wir müssen auf jeden Fall Futter kaufen, weil wir haben jetzt nichts mehr. So. Wir müssen uns echt jedes Mal merken, dass wir das hier... Das muss man erstmal hier wegmachen, weil sonst... Nervt das hier? Gut, also. Schon mal geil. Jetzt müssen wir uns echt immer merken, dass wir das machen. So, Goat Milk, zack. Duck Egg, zack. Wolle, zack. Ah, stimmt, ich wollte schon sagen, ich habe hier fast die ganzen Bohnen hier vergessen. Oh mein Gott. Okay, was ist hier, wollte ich schon sagen. Das war fast vergessen, Jungs. So, hier sind schon mal Aprikosen, wie immer. Ganz gechillt, Jungs. Und ich hoffe, es kommen jetzt auch hier Pilze. Ja, Klassiker, Jungs. So, wir müssen aber auf jeden Fall wieder, wir müssen Futter kaufen. Ich glaube, für 10.000 oder so holen wir uns Futter. Dann haben wir nicht mehr viel. Ich glaube, 10.000 kostet es auch nicht mal. Nee, denke ich nicht. So, dann tun wir hier Bohnen rein. Machen daraus Kaffee wie immer, ganz gechillt und dann, zack, holen wir uns jetzt Futter, Jungs. Na dann, let's go!
Dann gehen wir wie immer ganz gechillt zum Strand und dann ist der Tag auch so gut wie vorbei. Und das Zeug muss ich, ja, das Zeug muss ich auf jeden Fall raustun, weil das nervt dann. So, ja, hier, so. Heute ist der Sonntag. Das heißt, wir haben aber genug Geld, also wir können uns noch Futter davor holen und dann dahin gehen. Wir müssen trotzdem noch genug Geld haben für alles andere mögliche auf der Welt. Supply Shop. So, ich habe ja gelernt, wenn man Shift gedrückt hält, dann geht es viel schneller. So, wir holen uns gleich 200, würde ich mal sagen. So, dann müssen wir nicht so schnell wieder dahin. Ganz gechillt, Jungs. Ganz gechillt. So. Ich hoffe, jetzt hat die was Gescheites noch zu verkaufen. Bok Choy, nee, nix gescheit. Rare Seed! Okay, wir können nur 5 von denen holen. So, Rare Seed können wir jetzt anpflanzen. Das machen wir auch direkt gleich. Da haben wir eins für Luau. Für das Luau sparen wir eins auf jeden Fall. Dann für das... für den Cannoli-Typen. Und... und 3 Verkauf können wir ja verkaufen. So, Steelhaut, zeig mal, was du kannst. Ah, okay. Gleich 5 Stück hier frei. Die funktioniert ja genauso wie die goldene Gießkanne und so. Wahrscheinlich dann. Die goldene Ho wird dann genauso wie die goldene Gießkanne dann agieren, bestimmt. Bin mir nicht sicher, wie lange das dauert. Ich glaube, 24 Tage war das. Bin mir gerade nicht sicher. So, wir haben schon auf jeden Fall Cloth bekommen. Und Kaffee müsste man jetzt auch bekommen, genau. Jetzt können wir noch gechillt zum Strand gehen. Wir haben jetzt nur noch 11.000, aber ich denke, das wird sich schon lohnen. So, zack. Also ich bekomme ziemlich viel Geld heute, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, so 8.000, 9.000, 10.000, glaube ich, so ungefähr. Und den Dreh. Müssen ja noch in den Strand gehen, dann kriegen wir noch danach ein bisschen was. So 2000 bekommen wir ja schon durch den Strand allein. Dieses Business machen wir ja auf jeden Fall noch größer, damit wir noch mehr verdienen. Stellt euch vor, wir bekommen nur Lobster. Stellt euch das mal vor, das wäre doch übelst hammersig. Geil. Wir bekommen einen Lobster schon mal, das ist schon mal sehr nice. Krabbe ist auch immer ganz geil. Ich bin... nein, das wollte ich gar nicht jetzt. Ach komm, ey. Können wir gleich hier hin tun, weil das ist am besten so. So, das Business müssen wir auf jeden Fall hier noch ziemlich, das müssen wir echt größer machen noch. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht so schlimm, ja. Das kriegen wir schon hin. Müssen wir halt einfach nur mehr Krabbenpots und so weiter kaufen. Mit dem Foraging kriegt man ja eh, müssen wir halt eigentlich gar nichts machen. Also Foraging ist ja gratis Money. Und kostet halt nur Zeit und man bekommt auch nicht sehr viel durchs Foraging, weil... es liegt halt nicht viel draußen rum, ne? So, dann gehen wir an den Mountain Lake. Yeah, Mountain Lake. Yo, yeah, yeah.
Ja. Am Mountain liegt natürlich wieder nichts. Ich hoffe, morgen regnet es, dann haben wir wieder eine Chance auf ein Legendary Fish. Das wäre echt cool. War meine ich hier drin? Denk schon, oder? Ja. Das vergessen wir eigentlich nie. Das vergesse ich eigentlich echt nie. Sowas vergesse ich echt nie. So, ich hoffe, es regnet auf jeden Fall dann. Sieht wieder sehr gut aus. Zack, 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 zack. Also echt geil, wenn es morgen regnet, dann geht's wieder ganz gechillt. I used to be a night owl, but I'm starting to enjoy the rhythm of the liver on a farm. Okay. Kennen wir schon. The rhythm is of my life. Oh, life. Ich hoffe, es regnet. Das wäre geil. Guck mal. Alter, ich hab, oh mein Gott, wir kriegen 11.000. Warum? Ja, stimmt, wegen dem Farmen, weil wir das einen Tag vergessen haben. Dann haben wir das Voyagen. Ja, Fishing haben wir 1.300 bekommen. Aber. Ja, diese Kaffeebohnen. Schaut es euch einfach an, das ist ziemlich viel Geld. Wir bekommen an einem Tag jetzt schon mindestens. Also jeden zweiten Tag gibt es ja die Kaffeebohnen und die machen ja mindestens 2.000 schon mal. Das ist ja das Geile und es regnet nicht, leider. Schade. Man hört ja so ein komisches Geräusch und dann hört man sofort, dass es regnet. Now what that winter is over, we have got lot of productive weather to look forward to. Ja. Aber ich hoffe, es regnet wieder. Das wäre geil. Und bitte leg doch mal ne Rabbit Food. Kann doch nicht sein, dass sie keine Rabbits Food da legen. Ich habe eins zu viel gelegt, ja. Ja gut. Verschwendet. Immer noch ein Baby. Baby, was ist denn los? Brauchen die wirklich so lange, bis die erwachsen werden? Aber die wenigsten legen die. Ja, bis jetzt ist. Sehr schön, Dankeschön. Wegziege, dich habe ich gemolken, dich auch. Wir haben jetzt dreimal Ziegenmilch und zwei Kühe mal gemolken. Dich habe ich noch nicht gemolken, okay. Habe ich dich gemolken? Ich will keinen hier. Ich will jeden rauslassen. So, eine Ziege haben wir trotzdem nicht gemolken. Okay. Ja, an sich haben wir jetzt jeden gemolken. Die Schweine sollten wir echt mal wirklich mal bitte langsam erwachsen werden. Das wäre nice fürs Crafting Bundle. Und Rabbit's Foot wäre auch mal geil fürs andere Crafting Bundle. Aber das kann man halt nicht beeinflussen, Jungs. Das kann man echt nicht beeinflussen. Das kommt halt oder das kommt halt nicht. Was willst du da machen? So, machen wir es mal. Das hier. Goat Cheese. Wie immer, ganz gechillt. So, wir haben nur Large Milk bekommen. Das ist doch geil. Und das Silberqualität mindestens. Das ist doch nice. Ich mache eigentlich nur noch Gewinn, Jungs. Also, Verlust gibt es hier gar nicht so gut wie. Heute ist mein unproduktiver Tag, was das Farmen angeht, aber. Halt nur 5 Bohnen. Und das war jetzt wieder Holz. Zack. Du, 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 du.
Wir haben jetzt wie viele Kaffeebohnen? Ja, 4 Stück. Hä, wir haben nur 4 Stück? Kann doch nicht sein. Na gut. So, ab geht's an den Strand. Wo sollen wir denn sonst hin? Wir haben ja nur fast 23.000. Was können wir eigentlich damit machen? Noch nicht viel. Ich warte eigentlich jetzt eher auf das Timing, bis es wieder regnet und wir den Legendary Fish wieder fangen können. Das ist so das Einzige, was jetzt so mein Ziel gerade ist. Weil der Fisch, der ist ziemlich viel wert sogar. 5.000. Allein für einen scheiß Fisch. So. Nein! Wieso tue ich das Hay ausrüsten überhaupt? Das ist halt so das einzige Nervige. Aber. Ja, gut. Die Baits reintun ist auch nervig. Weil, wenn man so viel hat, dann dauert das ja schon lange, ne? Aber wir haben ja zum Glück Zeit. Also, wir haben jetzt nicht. Wir sind jetzt nicht. Das ist jetzt nicht begrenzt oder so. Zum Glück nicht. Wir haben jetzt eigentlich gar nichts mehr sonst weiter zu tun. Und sicher mal eigentlich so oder so ziemlich viel Zeit. Wir müssen ja nicht immer an den Strand gehen. Wir sind halt nur ein paar Tausend, die wir hier bekommen. Am Tag. So gesehen machen wir halt pro Tag ungefähr durchs Fischen einen Krabbenbord wieder gut. Also neutralisieren wir die Ausgabe davon. An einem Tag. Ja. So, das Geld werde ich auch auf jeden Fall dann weiter ausgeben für die Krabbenbots, wenn wir noch ziemlich viel dann übrig haben. Aber jetzt erstmal sparen wir erstmal, oder? Ich würde sagen, wir sparen das Geld erstmal. Wir können jederzeit irgendwas ausgeben, ja? Wir müssen jetzt nicht unbedingt irgendwas kaufen, oder? Ich denke, das ist jetzt auch nicht so wichtig. So, zack, zack, zack. Und mehr gibt es auch heute nicht zu tun. Außer ganz nach links zu gehen und das ganze Zeug abzuholen und dann... Das vergesse ich nämlich nicht. Das sollte ich lieber nicht vergessen, weil das beeinflusst schon ein bisschen Geld. Ich glaube schon so 500, 600, 700. Hätte man noch Clove, dann würde es natürlich mindestens über 1000 beeinflussen. Weil Clove allein schon 700 wert ist. Na gut, ich würde sagen, das war es erstmal für diesen Part. Ich hoffe, es regnet. Im nächsten Part dann haben wir Chancen auf einen Legendary Fish. So an sich Mining. Okay, ja. Aber nicht viel. Also an sich. Ist halt nicht so gut gelaufen, sag es mal so. 6000 fast. Nein, oder? Es regnet immer noch nicht. Aber wir sehen uns trotzdem im nächsten Part hier wieder, meine Damen und Herren. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Part von Stardew Valley.